Langsam wird er wach und er fühlt sich hundeelend. Er kennt dieses Zimmer nicht, nein, hier ist er noch nie gewesen. Bei irgendeinem Fremden kann es sein, dass er schon wieder so blau war. Doch zum Teufel, nein, er war doch längst schon auf dem Weg nach Hause. Und hier ist niemand, dabei sieht es fast wie ein Wohnzimmer aus. Nur fürchterlich karg und es gibt weder ein Telefon noch eine Wohnzimmercouch. Er taumelt durch das Zimmer. Alles hier ist seltsam, diese Wände scheinen sehr dick zu sein und sie haben keine Fenster. Keine Fenster? Wieso gibt es hier keine Fenster? Wieso gibt es hier Licht, aber keine Lichtschalter? Wieso wird das Licht immer greller? Er will jetzt hier raus und sucht alles nach irgendeinem Ausgang ab. Er wird immer nervöser und aufgelöster und fühlt sich, als ob er einen Albtraum hat. Er beruhigt sich, nur nicht aufregen, das wird sich sicher jeden Moment aufklären. Und dann schaut er nach oben und sieht die Kameras und ihm wird alles klar. Dieses Zimmer ist eine Zelle, weil man ihn gefangen hat. Eingesperrt, hinter Meter dicken Mauern, scheinbar völlig ohne Grund. Eingesperrt, eingesperrt, wie er hier im Käfig, man observiert ihn. Eingesperrt, 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 eingesperrt. Jetzt schon seit Wochen, eingesperrt. Seit 2 Wochen hier drin und jeden Morgen um 7 schieben sie ihm Essen durch das Loch in der Tür. Er reißt die Tapete von den Wänden mit bloßen Händen, bis die Finger bluten, zertrümmert Stühle, wirft Dinge durch die Gegend und demoliert die Dusche. Doch wenn er aufwacht, steht alles wieder am selben Platz. Wie schaffen sie es, ihn zum Schlafen zu bringen? Er weiß es nicht, doch er tippt auf Gas. Er macht jetzt Striche an die Wand für jeden Tag, der vergeht. Er fragt sich, was nach dem Tod kommt, weil er die Hölle gerade erlebt. Tja, doch er wird sich an die Hölle noch gewöhnen. Er wollte flüchten, hat den Typ, der das Frühstück bringt, in die Hand gebissen. Es war das Gas, was ihn schlafen ließ, wenn er rebellierte. Langsam wird er resigniert. Er hätte gerne einen Spiegel, um sich zu betrachten. Er kennt doch nur noch die Silhouette seines Schattens. Fuck, ob man ihn vermisst, da draußen noch glaubt, dass er lebt. Nein, wahrscheinlich haben sie die Suche aufgegeben. Eingesperrt, hinter Meter dicken Mauern, scheinbar völlig ohne Grund. Eingesperrt, eingesperrt, wie er hier im Käfig, man observiert ihn. Eingesperrt, 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 eingesperrt. Jetzt schon seit Wochen, eingesperrt. Es sind wohl ein paar Jahre schon vergangen. Er kann die Tage nicht mehr zählen. Es war kein Platz mehr an der Wand. Manchmal sackt er zusammen, liegt am Boden, blickt nach oben in die Kamera und bittet um Verschonung. Er bittet und bettelt, bitterlich flennend. Er will lieber den Tod als die Isolation. Doch immer, wenn er die Klinge an die Pulsarwand setzte, kann er sich an nichts erinnern. Sie haben den Versuch beendet. Schon seit mehreren Tagen kommt keine Nahrung mehr durch den Schlitz in der Tür. Doch er nimmt es kaum wahr, ist anteilslos, als wäre seine Seele längst nicht mehr hier. Er ist dürr wie ein Ast, die Muskeln verkümmert. Er hat längst begriffen, hier bleibt er für immer. Liegt regungslos in der Ecke des Zimmers, still wie ein Stein, während Glühbirnen und flimmert. Er starrt an die Wand, sein Kopf ist leer. Nein, er hat keine Hoffnung mehr. Fühlt sich wie tot und ist es im Grunde auch, bis auf sein klopfendes Herz. Und längst hat er vergessen, wie sein eigenes Gesicht aussieht. Die gläsernen Augen bemerken nicht, wie letztendlich das Licht ausgeht. Eingesperrt, hinter Meter dicken Mauern, scheinbar völlig ohne Grund. Eingesperrt, eingesperrt, wie er hier im Käfig, man observiert ihn. Eingesperrt, 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 eingesperrt. Jetzt schon seit Wochen, eingesperrt.